Schau mal bei mir auch, ob es passt. Hauptsache Füße, die. Ja, genau, Füße. Ja, sieht gut aus. Passt. Gut. Ja. Hast du es angemacht? Ja, super. Hallo Florian. Geht schon los? Ich weiß nicht. Hallo Juri. Wo sind wir heute? Wir sind heute am Spitzerberg. Lima, Oscar, Alpha, Sierra. Genau, gleich. Wieder in Österreich. Ja, weil es einfach gut hier ist. Teuer. Teuer, genau. Deshalb sind wir hier. Ich bin jetzt eine Woche da in der Slowakei unterwegs gewesen, habe ich da gar nicht erzählt. Ich habe Zelt und Schlafsack mitgehabt und ich habe 70 Euro ausgegeben die ganze Woche. Und einmal komme ich nach Österreich und esse einen Salat, trinke was und Landegebühr 35 Euro. Oh. In der Slowakei, wenn ich komme, dann ist immer so, da ist ein Auto, da ist ein Flugzeug, da kannst du schlafen und willst einen Kaffee. Wirklich? In Komoka oder überall, oder Komoczka, wie auch immer das heißt. Ja, Komoczka. Ich war gestern in Prievidza. Ja. Denk mal nach, was die Landegebühr dort war. Null. 4 Euro. Ja, eben. Nitra, habe ich gesagt, wo kann ich zahlen? Ich sage, was? Sag ich, na, Tower so? Na, flieg. Ja. Gut, diesmal werden wir es so machen, for the English audience, ne, we will make an extra video on your channel. Ja. And for the German audience, we will give the video on my YouTube channel. Great. So we will try to undertitle the German language. I will do my best. Yeah. Okay, aber anfangen tun wir mit Deutsch. Mit Deutsch. Einfacher. Es ist total heiß, jetzt schon. Es ist Local Time, 10 Uhr. Und wir sollen heute irgendwie 34, 36. Ja, 35 schreibt es mir, jetzt ist es schon 28. Ja, eigentlich sollten wir mit diesen dummen Fliegen aufhören. Genau, nicht zu Hause viel, bleiben. Nicht zu viel CO2 in die Luft blasen. Aber man kann ja noch mit dem Finger auf die anderen zeigen und sagen, wir haben ja die kleinen Flieger, ne? Genau. Die anderen mit ihren Cessnas, mit ihren Jets, das sind die Bösen. Genau, weil die verschmutzen dann viel mehr. Noch viel mehr. Ja. Ja. Also ich habe mir ein bisschen was zusammengeschrieben. Wir wollen heute vergleichen unsere Flugzeuge. Wir haben aus dem gleichen Baujahr, lustigerweise, die Flugzeuge, also können wir das gut vergleichen. Wir wollen aber im Vergleich nicht irgendwem abwerten oder aufwerten, wenn es geht. Das ist halt unsere Meinung. Genau, nur vergleichen, was anders ist, was besser ist bei jenem. Ja. Oder was halt für uns besser ist. Ne? Das kann für den anderen schlechter sein. Und man muss natürlich dazu sagen, Eurofox, das ist wahrscheinlich gleich wir werden vergleichen. Ja. Also das ist ein Pro für Eurofox, dass sie ständig weiterentwickeln. Ne? Und Apollofox auch, aber nicht in den Ausmaß. Es ist eine ganz viel kleinere Firma. Bei Eurofox war ich erst letzte Woche. Nach Eger muss ich noch, weil ich will mir das auch unbedingt anschauen, wie es bei Apollofox aussieht. Da möchte ich gerne mit dir irgendwie fliegen nach Eger. Ja, okay. Ja. Und Apollofox macht halt nicht so viel. Sind sehr stark in diese Drachenflieger und Trikes-Szene drinnen. Und da sind sie stark, da haben sie einen großen Markt und der Eurofox hat halt nur den Eurofox und da stecken sie halt auch ihre ganze Energie rein. So, also was ich damit sagen will, wir vergleichen jetzt Flugzeuge, die 10 Jahre alt sind. Das muss heute, wenn du einen neuen Flieger bestellst, kann das schon obsolet sein. Ja genau, es hat sich viel geändert binnen 5 Jahren da glaube ich, bei Eurofox bekam die neue Cowlings, diese Seitenruder. Ja, Stabilisierung. Stabilisierung wurde geändert. Also ja, die verbessern das halt. Ist eine größere Firma, wie du gesagt hast. Genau. Ich habe mal ein paar Sachen aufgeschrieben.
Hast du da auch was aufgeschrieben? Ich habe mir, wie immer, habe ich mich vorbereitet, aber ich habe nicht rausgeschrieben. Also ich sehe gerade, so war es in der Schule. Ist meine Frisur ziemlich scheiße. Aber die Frisur hält. Es ist 28 Grad, die Frisur hält. Na gut. Ich habe auch meinen Kapperl im Flieger aufgehabt und dann schaue ich halt so aus. Ich habe ja wegen einem Noise Cancelling die Kappe immer über dem Headset. Also das schaut dann wirklich total beschissen aus, dass ich Noise Cancelling noch habe. Okay, na, ich habe mir mal aufgeschrieben, was ich eh schon gesagt habe, dass das alles subjektiv ist. Jeder hat seine andere Meinung dazu wahrscheinlich. Ich war erst letzte Woche bei Eurofox, da sind die Eindrücke noch sehr frisch. Und was mir zum Beispiel aufgefallen ist, wir müssen es so machen, ja. Also was wir halt besser oder schlechter finden, man muss es leider so machen. Ja. Das kann man gar nicht wegreden. Es gibt, glaube ich, keinen Vorteil. Sie haben als Auxiliary Tank, wie heißt das auf Deutsch? Externer Tank? Sammeltank. Also wir haben ja keine, wir haben die Tragflächen oben, dann gehen die Tanks in einen, genau, in einen Zentraltank. Zentraltank, ja. Und von dort dann in den Motor. Ja. Das System ist nicht schlecht. Wir haben auch beide eine LED. Wenn der Zentraltank anfängt leer zu werden, dann leuchtet er auf und dann wird es höchste Zeit, dass wir... Bei mir ist es 5 Liter. Ja, bei mir auch. Ja, super. Ja. Bei dir ist es aber, glaube ich, 5 Liter, aber nur 4 Liter ausfliegbar. Schau mal nach. Ja, stimmt. Bei mir ist es 6 Liter und 5 Liter ausfliegbar. Mhm. Also ich habe einen größeren Tank. Mhm. Das ist für mich gleich einmal ein Vorteil. Aber der richtige Vorteil ist, dass ich einen Aluminiumtank habe und du nicht. Du hast die, sie haben oben in den Tragflächen, ich rede jetzt, die, was ich mal angeschaut habe, waren die ganz neuen. Ja? Die neuen, ja. Also sie haben riesige Tanks, Alutanks oben, das ist super, damit dieses ganze, damit hast du dieses ganze Problem weg mit diesen Alkoholen, die wir da im Sprit haben. Mhm. Aber ein Plastiktank hinterm Sitz heißt einfach für mich, der Flieger stinkt. Ja, muss ich leider zugeben. Das stinkt immer. Ja. Egal, was du machst. Und das ist, also das verstehe ich nicht. Ja? Weil das ist Gewicht, ich weiß nicht, 300 Gramm, aber ganz viel mehr Sicherheit und ganz viel mehr, ja, es stinkt einfach nicht. Ja, und das Schlechteste ist, wenn du jemanden mitnimmst, der riecht es ganz schnell und immer. Ja, und dann hast du natürlich ein super Gefühl, ne? Ja. Warum stinkt es hier nach Benzin? Ja, genau. Es fühlt sich so safe an, warum stinkt es hier nach Benzin? Ja. Naja. Also das habe ich entdeckt beim Eurofox, was mir gar nicht gefallen hat. Mhm. Aber machen wir gleich weiter beim Eurofox, was mir gar nicht gefällt, das sind deine Räder. Wir werden dann vielleicht, jetzt reden wir drüber und dann versuchen wir das irgendwie reinzuschneiden. Ja, machen einen B-Roll. Aber merkt ihr das, was ich erzähle? Ja. Ich schreibe es mir auf. Pass auf, also die Fahrwerkaufhängung, ja, die geht bei Eurofox in den Rumpf rein. Jetzt kann man sagen, okay, das ist irgendwie, dass die Kräfte besser in den Rumpf eingeleitet werden, da verstehe ich zu wenig davon. Aber gefallen tut mir die Version von Apollofox viel besser. Ich bin einfach unten. Und dadurch ist das Service, das Wartung, das Wechseln, der Umbau von Tailträger auf Tricycle, jetzt bin ich wieder in Englisch, von Spornradflieger auf Dreibein. Ja, das würde ich auf Deutsch nie sagen. Ja. Das ist fremd für mich. Ist viel einfacher und die Wartung ist einfach viel besser von dem Fahrwerk bei einem Apollofox. Deine Radschuhe sind total klein, unterdimensioniert und irgendwie ganz schlecht in dieses Fahrwerksystem integriert. Ja. Das kann ich nur zustimmen. Gestern habe ich diesen Vorderrad, wollte ich aufpumpen. Das war so eine Arbeit. So mit den Fingern diese Plastik, wie heißt das, diese Plastikkappe runter zu tun und irgendwie diese Fahrradpumpe dort anzuhängen und aufzupumpen, das war echt. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es nicht anders ging. Mhm. Und wir zeigen es auf der B-Row, wie es bei dir ist, wenn du diese vordere
wie hast du es genannt? Diese den Radschuh, ja, auf Deutsch. Ja, Radschuh. Bei dir geht es besser runter. Da kannst du die Wartung, ja, auf dem Vorderrad ganz leichter machen wie bei mir. Da muss ich bei Eurofox den ganzen Rad runter tun, damit, ja, ich diese Radschuh dann runterkriege. Auch zum Schieben ist es viel besser gelöst, falls man eine Gabel hat bei mir, da hat man so zwei Nasen. Ja. Und na gut, jetzt kann man sagen, meine ist größer. Also in Summe bin ich wieder eine Spur schwerer dadurch und habe etwas mehr Luftwiderstand. Und das ist halt immer wahrscheinlich so ein Grad, ja. Aber ich glaube, das Maintenance, also ich würde es als Pluspunkt für mich sehen. Ja. Ja, ganz bestimmt, da stimme ich zu. Also die Maintenance brauchst du jede Zeit, wenn du fliegst, ja, musst du nachschauen, und wenn es halt einfacher geht, dann warum nicht? Genau. Gut. Ja, von den Flugdaten sind eigentlich unsere Flieger sehr gleich, von den Geschwindigkeiten. Ich habe mal so ein Stall-Video gemacht, da hat gleich einer drunter geschrieben, oh, das ist ja überhaupt nicht wie im Handbuch. Ja, es ist halt schon wie im Handbuch, also es ist halt alles am Limit. Du brauchst halt den richtigen Wind, das richtige QNH, die richtige Temperatur, und dann fliegt der Flieger auch noch bei 65 km/h. In der Regel schauen wir schon, dass wir schneller fliegen. Ne? Also es ist schon das Limit, ja, überhaupt, wenn man voll getankt ist und auf der Maximum Takeoff sind. Ne? Ja. Ich würde auch sagen, dass wir gleich schnell fliegen, wir zwei, oder? Ich glaube schon, ja. Wie schnell fliegst du jetzt, nachdem ich dir gesagt habe, wie du den so um die 160 ist so Komfortreisegeschwindigkeit. Mhm. Alles über 165 fühlt sich nicht mehr so gut an. Mhm. Der Lärm wird hoch, ja. Wird hoch, ja. Und um die 150, 160 ist so ideal für mich. Also da bin ich auch. Ja. Jetzt bin ich hergeflogen mit 90 Knoten, also zwischen 90 und 95 Knoten. Was ist das? 170 wahrscheinlich. Ja. Man gewöhnt sich dann an den Lärm. Aber auch ich, da haben wir letztens drüber gesprochen, wer es nicht gesehen hat, General Aviation versus Wheel. Wenn du mit 4.2 oder was fliegst, da kann man sich dann wieder streiten, ob das richtig ist, ob das gut ist für die Motoren, aber wenn du da fliegst, ist es halt viel beruhigender, angenehmer, als wenn du da mit 5.2 herumschießt. Ja. Ich bin halt jetzt mit 5.2 geflogen, man gewöhnt sich dann schon dran, irgendwann an diese Drehzahl. Ja. Ich kenne viele, die da in Amerika fliegen, sind alle 5.5. Die maximale Großleistung haben die dort gesetzt. Ja, aber... Also, ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, ich mag das auch nicht. Du hast ja den Vorteil vom Verstellpropeller. Ja. Dann kannst du noch ein bisschen im Manifold und mit der Drehzahl tricksen. Also Speeds sind fast dieselben. Genau, ich auch bei Stall. Ja, ich würde sagen, es sind dieselben bei unserer Flieger. Was mir bei mir besser gefällt als bei dir, also beim Apollo wieder besser ist, habe ich aber nachgerüstet. Da muss man wieder schauen, muss man wieder fair sein mit dem Baujahren. Ich habe das nachgerüstet von den neueren Baujahren, und zwar hat Apollo Fox immer, ist wieder schwerer, so Lamellen vorne. Das heißt, vor meinen Kühlern, aha, ja, habe ich diese Cowling Flaps, wie auch immer das auf Deutsch heißt. Und die kann ich aufmachen und zumachen. Das hast du nicht. Und ich finde das irrsinnig wichtig, dass ich den Motor in Betriebstemperaturen halten kann. Und das kannst du nicht. Ich habe die Kühlung nicht, sondern ich kann die Oil Flap zumachen. Genau. Aber nur zumachen. Das Öl hat auch sehr viel Einfluss auf die Zylinderkopftemperatur, Wassertemperatur und so weiter. Aber ich kann es halt als Spur besser steuern. Öl ist eh das Wichtigste, glaube ich, aber ich kann seine Spur besser steuern. Ist auch wichtig, dass du einmal am Tag, steht ja im Rotax-Handbuch drinnen, mindestens 100 Grad hast. Ja, genau. Habe ich heute gemacht. Hast du sehr ja. brav. Ich sehe halt oft welche im Video, die da immer drunter fliegen, von den Eurofox. Ja.
Und ich weiß gar nicht, ob sie den neuen noch haben, die Flap. Das weiß ich nicht. Oder ob die einen Thermostat haben. Ich sehe nämlich oft im Motor vorne das Thermostat. Mhm. Und dann steuert quasi das Thermostat, wann das Öl fließt und wann nicht. Naja, und die Thermostate, die gehen irgendwo so bei 90 Grad auf. Ne? Das heißt, der kriegt gar nicht 100. Ja. Außer wenn du... pushst, ja. Ja, ich krieg meine 100 auch, wenn ich im Schneckentempo da lokal fliege. Ne? Weil ja. Ich mache das zu, dann lasse ich immer die Hand drauf, dass das ja nicht... Du hast eine LED, das habe ich leider ja, nicht. Ja, da habe ich das LED, ist cool. Ja. Und ich lasse die Hand drauf und dann sehe ich 100, 110 und dann mache ich wieder auf und fertig. Genau, ja. Gestern habe ich in 7700 Fuß geflogen. Ich hatte diese Oil Flap, musste mehrere Zeit also fast geschlossen sein, damit es im Bereich ist. Du kannst sie auch nur auf und zu machen, oder? Ja. Na, ich kann sie regeln. Ja. Ist besser. Aber hast du nachgemacht, oder? Oder habe ich nachgebaut? War nachgebaut, bei mir nicht ja. So. Ja. Mhm. Er ist immer zu heiß geworden, der Flieger im Sommer. Mhm. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Der Ölkühler war hinten in der Cowling drinnen. Ja, mit Kühlblechen und was weiß der Kuckuck. Na, habe ich dann umgebaut auf die Version, wie es halt die neuen Apollo-Föchse jetzt haben. Ich habe noch auf dem Oscar Mike 535 geflogen. Das ist Baujahr, glaube ich, 2001. Also sehr früh. Mhm. Da habe ich nie Probleme mit dem Overheating gehabt. Interessant. Einmal. Da ist dann die Frage, funktioniert die Temperatur und ja. Was ist für ein Motor drin? Ja. Und was mir bei dir auch noch aufgefallen ist, dass du immer, wenn du die Cowling öffnen musst und Wartung machst, sehr viel zum Abbauen hast. Ja, das stimmt. jede Zeit, wenn ich den Öl nachchecken will, muss ich diese ganze Cowling runter tun. Ich meine, auf der Cowling gibt es da einen diese Wartungs Wartungsöffnung. Wartungsöffnung, ja. Gibt es da die. Aber wenn du die aufmachst, wir zeigen das mal, wenn du die aufmachst, die fällt gleich runter. Okay. Weil es ist irgendwie so, ja, haben die wahrscheinlich auf dem falschen Platz irgendwie gedrillt oder was. Und ja, du kriegst deine Hand fast nicht zwischen und ja, es ist einfacher, diese ganze Cowling runter zu tun und die Wartung vor dem Flug ist halt einfach einfacher, wenn die da nicht ist. Mhm. Und bei dir ist es anders. Und zum Beispiel noch, dass wir haben jetzt über diesen vorderen Teil der Cowling gesprochen, aber wenn ich zu diesem unteren Teil des Motors Zugang haben will, dann ist es schwer, weil diese Kühlereinlässe, die muss ich runterbauen, dann hängen die auf den Schläuchen, ja, und dann musst du diesen ganzen Teil untermachen. Es ist ein... Auch die Vergaservorwärmung, wo dein Filter ist, das musst du auch alles abstecken. Ja. Und ich glaube, du hast ja da auch ein Ventil für die Vergaserverwärmung. Ja. Das musst du auch abschrauben. Ja, das musst du alles machen. Schrecklich. Ja, schrecklich. Also für das Wartung, Ölwechsel. Overengineer. Ja. Also, ja, da würde ich sagen... Bei dir ist es einfacher. Do it simple. Ja. Da sind wir auch ein bisschen am Thema. Das kann man jetzt sehr neutral sehen. Ich sage aus meinen Erfahrungen, ich fliege den jetzt 2,5 Jahre. Der Eurofox ist sehr professionell. Es ist alles im Eurofox von der Luftfahrt verbaut. Die ganzen Kabel, alles höchstes Niveau. Und das spiegelt sich halt auch jetzt beim Preis wieder, wie viel der kostet. Und der Apollo-Fox ist eher so do it simple. In Österreich würde man vielleicht manchmal sagen, a Pfusch. Ja? Also mit den geringsten Mitteln quasi ist ein Flugzeug gebaut worden, aber das ist halt nicht immer ein Nachteil. Ich würde es mir schon oft wünschen, dass ich da etwas von dir habe, ja. Also die ganzen Anlenkungen zum Beispiel,
die sind halt alle selber gebaut. Ja? Das ist das. Du kannst bei dir bei Aircraft Sprues kannst du alles bestellen für deinen Flieger, das kann ich nicht. Mhm. Weil das ist alles selber geschweißt und selber gebaut. Ich will nicht sagen, eben, dass das schlecht ist, aber das ist halt do it simple. Das, ja, wie gesagt, ich würde das als neutral behandeln. Entweder es mag einer ein sehr flugzeugähnliches UL, ja, dann ist eher bei dir. Und wenn einer sagt, ja, do it simple, gefällt mir eigentlich. Und mir gefällt auch, dass das dann nur die Hälfte kostet, weil er kostet fast ja, nur die Hälfte. Ja. Also nicht ganz, aber sagen wir die Hälfte von den Euro-Punkt. Ja. Sie sind sehr ähnlich. Ich muss sagen, ich habe, wie ich schon vorher gesagt habe, in dem früheren Video, check den Link, die fliegen sehr ähnlich und ja, halt der Umsteig zum Eurofox war das Einzige, was ich beim Eurofox gefühlt habe, als ich mich vom Apollofox drin saß, dann vielleicht persönungsbedürftig vielleicht, habe ich das Gefühl, dass im Eurofox ein bisschen mehr Platz ist im Innenraum, und die Steuerung war einfach dieses Gefühl im Stick war einfach ein bisschen besser. Okay. Aber ansonsten, ja, ich meine, du sparst fast die Hälfte vom Preis, wie du gesagt hast. Mhm. Natürlich musst du, ja, du opferst was. Was beide das Problem haben, haben wir vorher gesprochen, sie sind instabil um die Hochachse. Das heißt, ganz klar, wenn du rechts, da hast du natürlich das Drehmoment, also den Wirbel vom Propeller, wenn du rechts ins Seitenruder reinsteigst, passiert auch bei links, aber rechts ist halt stärker, dann kommt das Flugzeug nicht mehr automatisch in die Mitte zurück. Das darf bei einem Flugzeug gar nicht sein. Beim UL darf es. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber früher durfte es so sein. Eurofox hat daran gearbeitet. Die neuen Euroföxe haben ein höheres Seitenruder, ein tieferes Seitenruder, eine größere Ausgleichsflosse und eine Feder, die die Ruder immer in die Zentrallage zurückzieht. Ich bin schon geflogen damit, also das funktioniert fantastisch. Und ich habe mal das halt versucht nachzubauen mit so einer Feder, kann man vielleicht eh zeigen. Das funktioniert. Es funktioniert, aber nicht fantastisch. Also da ist Eurofox schon sehr viel besser. Das würde ich mir von Apollofox auch wünschen, wenn sie das ein bisschen, ich will nicht sagen abschauen, weil man sagt ja, Apollofox hat von Eurofox abgeschaut. Ja. Aber jetzt habe ich eh schon ein paar Sachen gesagt, was Apollofox eigentlich besser kann. Und ich persönlich würde es halt toll finden, wenn jeder vom anderen ein bisschen was abschaut. Ja, genau, weil dann, und nicht immer. Dann profitiert halt der Kunde. Ja, genau. Und ja, das wollen wir. Wir wollen ein gutes Flugzeug mit der Tragfläche oben, also für mich. Ja. Ich mag das sehr, damit ich runterschauen kann. Klappflügel, ja, da muss irgendwas in der Mitte sein, das genau diese Punkte anspricht. Ja, mal sehen, wie die Forschung dann kommt. Was mir noch einfällt, ist Cockpit. Also ja, du hast ein bisschen ein größeres Cockpit. Das ist aus Aluminium, meins ist aus GFK. Aber meins ist etwas kleiner als deins. Subjektiv jetzt, mir gefällt deines besser. Mhm. Deines geht auch nach vorne zum Runterklappen, dann kannst du arbeiten. Bei mir musst du alles rausbauen und kannst dann arbeiten. Mhm. Bei mir hast du halt wieder mehr Sicht, ja, als bei dir, aber mir gefällt das schon gut, wenn so ein Sixpack da problemlos reinpasst. Dein Cockpit ist sowieso super, finde ich. Ja, ich meine, ich war glücklich. Ich habe Glück gehabt, wenn ich das also aus der zweiten Hand gekauft habe. Der vorherige Besitzer hat es gut gekauft. Eingerichtet, mhm, ja, das war sein Wunsch. Also dazu habe ich nichts, mir gefällt es auch. Sehr logisch, mhm, gesetzt. So. Stimmt, bei dir, beim Apollofox ist da die Fläche des ganzen Cockpits ist geringer. Mhm. Ja, aber du hast deinen Layout auch nicht schlecht.
gemacht. Ja. Das ist dann, glaube ich, Geschmackssache. Ja. Ja. Was man jeder braucht was anderes. Genau. Hast du eine Ablagefläche dort? Nein. Das hast du nicht. Das habe ich nicht. Das hast du. Das habe ich und ja. ich brauche das immer. Ich bin unsicher, wenn das nicht so ist, weil ich benutze das immer. Du steckst irgendwas rein, was weiß ich, dieses Stecker vom BRS. Ja, das ist schon sehr gut. Ja. Screwdriver, alles. Ich habe dort halt mein Tablet, also ich könnte mir so eine Ablagefläche machen vom Platz, so wie ich es jetzt aufgebaut habe, das Cockpit, habe aber da das Tablet und quasi so einen Wartungszugang, weil mir das Ganze runternehmen, das ist mir zu blöd. Und jetzt habe ich da, das schaut eh hässlich aus, weil da halt eine GFK-Platte über ein GFK ist, aber da schraube ich runter und dann kann ich da meinen Kopf reinstecken. Und dann muss ich nicht immer alles auseinanderreißen. Ja. Mein Traum wäre es ja im Winter, ich habe ein Cockpit zu Hause, ein komplett neues aufzubauen, wo du einen Zentralstecker hast, den du dann absteckst und dann hast du genau drei Schrauben und kannst alles rausnehmen und hast überall Zugang. Ja. Das ist nicht schlecht, die Idee. Du bist immer am Verbessern. An Personalisieren würde ich sagen. Was mir dann noch einfällt, ist die Bremsen, da ist auch ein Unterschied. Du hast eine zentrale Bremse. Ja, aus dem Werk, ja. Aber kannst du nachstellen, dass du auch Fußbremsen hast? Ja, hat Apollo auch. Fußbremse und ich habe die Version in der Mitte mit dieser Handbremse, sage ich, macht rechts und links. Der Vorteil ist, ich brauche nicht irgendein Ventil, was du hast, für die Parkbremse. Ja. Du hast ja zwei diese... Genau. Ich mache einfach da so einen Hebel zurück, dann arretiert das manuell und dann hast du Parkbremse. Das ist eigentlich ein... Das ist wieder do it simple. Ja, ja. Sehr einfach. Ja, halt... Nachteil, ich sage aber einen Nachteil auch dazu, ich bin... Die mich kennen, wissen das eh. Ich lümmel halt gerne im Flieger drin. Also ich setze mich dann irgendwie rein, sitze im Türkensitz oder was. Und wenn ich da so irgendwie drinnen sitze, ja, und da so rausschaue, meistens sitze ich ja so, dann habe ich das genau im Knie. Ja. Dann helfen mir auch nicht meine schönen Polster, sondern dann steckt das halt im Knie drin. Das ist dort wie im Auto. Besser. Ich stelle mir meine Fenster, ich habe da so große Frischluftfenster, die stelle ich immer so ein, das blast mich komplett an. Dann rutsche ich da in die Mitte, da habe ich meistens meinen Rucksack, wenn ich unterwegs bin. Und dann fliege ich in die Richtung und schaue da raus. Und da habe ich mein Radar nur zur Sicherheit, dass ich immer irgendwo reinfliege. Super. Das genieße ich dann, wenn ruhiges Wetter ist. Heute zum Beispiel Autopilot und habe nur rausgeschaut. Ja, ich hoffe halt, man wird dann ein bisschen zum IFA-Flieger, das ist natürlich scheiße, ja, also scheiße, ich muss rausschneiden. Passt schon. Das ist natürlich nicht in Ordnung, ja, wenn man immer heads down ist, weil man ins Tablet schaut oder links rausschaut oder so und sich nur noch auf dieses Stratux und Anti-Collision verlässt. Ja. Also man soll natürlich den Luftraum scannen und da ertappe ich mich oft, dass ich das nicht ausreichend mache, sage ich. Dieses VFA-Fliegen hat schon was. Muss rausschauen. Ja, don't ja, muss das? Avoid to fly straight ahead. Habe ich einmal bei einem Amerikaner gelesen. Das ist super. Ja, stimmt. Schön. Okay, wie viel haben wir? Noch? Halbe Stunde. Halbe Stunde, das ist schon viel. Ja, das ist schon viel. Ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir gesagt. Also, was wir nicht gesagt haben, ist gleich. Ja. Bei unserer ist das Seitenruder, das Höhenruder gleich, die Ausgleichsflosse, das Trim, die Trimmung, die Tragflächen. Man würde glauben, das ist der gleiche Hersteller. Die Trimbleche am Querruder, die Aufnahmen, die Bolzen, die Bolzengröße, die Türen, die Materialien. Apollo Fox hat Seconite, Eurofox verwendet Seconite. Dein Lack ist ein bisschen besser. Mhm. Also Eurofox hat ein bisschen mehr Know-how, glaube ich, beim Lack. Meiner bröselt schon sehr stark, also Weichmacher zu wenig. Ansonsten ein bisschen andere Cowling, aber ansonsten hinten noch zur Stabilisierung. Beim Eurofox sieht man am Rumpf, hat man so eine, wie bei der Cessna, so eine Stabilisierungsmaßnahme, bringt aber nicht viel. Ja. Also beim Slippen vielleicht.
Aber ansonsten merkt man eh, dass beide instabil sind um die Hochachse. Dieser Klappmechanismus ist fast derselbe auch? Ja, ja. Tust du diese Bolten? Du hast eine Rändelschraube und ich habe einen Pin. Ja. Also, und das möchte ich vielleicht noch zum Abschluss dann sagen, ja, bevor wir da jetzt die Aufnahmen machen von den Sachen. Speziell in Österreich habe ich immer wieder gehört, dass Apollo Fox halt abgeschaut hat von Eurofox. Und wir haben eh schon kurz drüber gesprochen. Also, um das einmal aus meiner Sicht klarzustellen, es haben einmal alle vom Arvid Flyer abgeschaut. Das war das wahre Genie. Die zwei, sie haben sich dann leider getrennt und dann ist halt Kid Fox und Arvid entstanden. Kid Fox hat halt das viel bessere Marketing gemacht und halt natürlich auch die besseren Flugzeuge. Aber da die zwei waren eigentlich die Genies und von denen hat jeder abgeschaut. Und ich finde, das soll man vermeiden, dass man irgendwie böse ist auf jemanden, der was verbessern will, der was Eigenes kreieren will, um seine Ideen quasi einzubringen, weil es die Firma nicht so macht, wie er will und er vielleicht auch die Möglichkeiten hat. Also dieses Abschauen, das finde ich irgendwie so ein schieres Wort. Ja, da kann ich nur zustimmen. Es gehört sich nicht. Ja. Also, es sind wirklich viele Sachen Aviation. Anders, natürlich viele Sachen gleich. Warum auch sollten sie das anders machen, wenn das gut ist? Ne? Genau. Und ich würde das halt freuen, also so wie wir zwei zusammensitzen, ich habe auch Freunde mit Kid Fox und so und eigentlich lieben wir uns alle, weil wir haben alle das ähnliche Mindset, so, die diese Flugzeuge lieben. Ja. Und das wäre eigentlich schön, wenn man eben zusammenkommt und sagt, ja, das haben die besser, vielleicht können wir das übernehmen, das haben die besser, vielleicht können wir das übernehmen. Das wäre so mein Zugang, dass man nicht mit Ellbogen durch den Markt sagt, ja, hat nur abgeschaut. Ja, wir waren die Ersten. Der Erste war da. Und letztendlich ist es egal, weil jeder will seinen Flieger so gut haben, wie man kann. Genau. Super, Florian. Ja, also haben wir gut erwischt mit dem Wetter. Genau, jetzt ist es ziemlich angenehm hier, ja, unter dem Baum. Tollen Baum. Lässt sich wirklich gut aushalten. Kommt noch ein bisschen Wind, dann steht es nicht in der Luft so. Jetzt werden wir uns noch in die Sonne plagen und ein paar Nahaufnahmen von den Punkten machen. Von was wir geredet haben. Ja. Und ja, sehen wir uns das nächste Mal irgendwo in Österreich. Hoffentlich. Vielleicht das nächste Thema mit dem Stratux. Ja, also können wir machen. Bei uns war jetzt 10 Tage Regenzeit und ich habe halt Stratus weiterentwickelt und mit dem T-Beam gebastelt und so und bin auf einem, glaube ich, ziemlich guten Weg, das minimalistisch zu halten und doch übersichtlich. Und das wäre, glaube ich, ganz nett, wenn wir das ein bisschen so in die Community bringen. Ja, können wir machen, ja. Ich bin ein Laier, technisch angesehen. Aber ich hab's geschafft, meinen Stratux zu bauen, selber zu bauen. Ja. Da gibt es sehr gute Anleitungen. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also ich bin genauso ein Laie. Aber wenn man halbwegs Plan lesen kann oder so, gell? Ja. Also es gibt so gute Foren und so tolle Leute, die das... Auch mit Bilder, ja, ist einfach sehr gut gemacht. Und, also unfassbar. Echt toll. Und so gehört es gemacht, dass jeder davon profitiert, dass jemand andere einen Skill hat, wie heißt es, ein Talent hat. Talent, ja. Und dieses Talent, es gibt Leute, die dieses Talent eben für alle zugänglich machen. Und das ist das Schöne. Ja, und dafür sind wir natürlich dankbar, für jeden, weil es kostet viel Zeit, sowas zu machen für die Community. Ja. Können wir machen nächstes Mal. Okay. Also, danke dir. Wir schauen. Haben wir einen Kaffee, oder? Ja. Eiskaffee. Eiskaffee. Dann cutten wir again. Nochmal.